Referee holt beide Kämpfer nochmal in die Ring, in den Cage-Mitte, in die Käfigmitte. Die letzten Anweisungen. Und los geht's, ab in die erste Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber kein Handshake. Beide geht's gleich direkt los. Duschan eröffnet mit einem Kick. Er kommt gleich mit einer guten Kombination rein. Man sieht schon, beide bewegen sich sehr gut. Duschan aufwärtshaken und einen linken Haken dazu. Kosak kriegt Duschan jetzt am Boden. Kann die Füße fixieren von Duschan. Auch die Hand Duschan kann den Cage jetzt nützen, um aufzustehen. Muss aufpassen, den Rücken nicht herzugeben. Zu spät. Kosak bleibt am Rücken hängen. Hat die Hände auch zu vorne. Duschan versucht, den Griff zu brechen. Kosak wechselt auf Single Leg. Versucht Duschan jetzt hochzuheben. Gut verteidigt. Und Duschan kommt wieder weg und kommt gleich mit ein paar Schlägen nach. Also, sehr starker Kampf bis jetzt von beiden. Und wir sehen auch bei Duschan wechselt die Auslage. Also, die Jungs von Basic können beide Auslagen sehr gut kämpfen. Oh, gut, der linke Haken von Duschan jetzt. Guter Kick von Duschan. Versucht Druck aufbauen gegen Kosak. Kosak versucht sich die Mitte wieder zum Holen nach. Kommt nach. Sehr hartes Striking von Duschan. Oh, das hat schön gemacht. Kosak versucht zu shooten, kriegt den Duschan auch zur Wand wieder. Hat den Singleg jetzt. Versucht ihn wegzuziehen und kriegt den Takedown. Kosak befindet sich jetzt in der Halfguard. Kontrolliert auch gut, hat die Hüfte kontrolliert, also Gewicht auf die Hüfte und oben den Schultergürtel, die drei Punkte kontrolliert. Was heißt, dass das für Duschan sehr schwierig ist, da rauszuschimpfen oder quasi ein Loch zu bilden, dass du rauskommst, dass du explodieren kannst. Duschan, du bist explosiv! Ja, hat der Adin gerade gesagt. Kosak kommt wieder zum Rücken. Duschan muss aufpassen, steht schon wieder. Das ist ein spannendes Matchup. Sehr intensive erste Runde, sehr spannend. Von beiden Seiten sehr, sehr gute Aktionen. Ja. Und man sieht es auch wieder, die Coaches mit hoher Intensität da drinnen, also da geht es um was. Bin gespannt auf die zweite Runde jetzt. Duschan definitiv, man sieht, will den Kampf im Stand halten. Kosak versucht eher den Kampf am Boden zu bringen. Ja. Aber man sieht jetzt ein bisschen Unterschied auf der Duschan seine Erfahrung. Er hat zwar einmal einen Takedown gekriegt, aber man hat es gesehen, er hat auch ein, zweimal abgewehrt, also ein gutes Distanzverständnis. Also er geht zwar rein, stürmisch, aber nicht zu viel, geht dann wieder seitlich weg, was es für Kosak extrem schwierig macht, ja, dass er ihn runterkriegt oder dass er ihn zu fassen kriegt, einen Fuß oder zwei Füße. Ja. Und die Verteidigung ist auch stark. Er geht da geschwind mit einem Knie wieder runter, was auch sehr schön war zu sehen beim Duschan. Ein hohes Level von beiden, ja, auf jeden Fall. Ja. Also ist schön anzuschauen. Wir kommen in die zweite Runde. Kosak mit Pushkick. Auch schön. Kosak versucht wieder einen Single Leg zum Kriegen. Sehr gut verteidigt von Duschan. Und da geht es im Vorwärtsgang.
Gute, harte Kick von Duschan. Kosak versucht Druck aufzubauen. Kosak will in den Clinch gehen und versucht den Deckung wieder. Boah, sehr super, gut gesehen, Mann, von Duschan. Ja. Sehr gut. Also ein sehr hohes Amateurlevel haben wir da jetzt. Ja. Kosak versucht, holt sich wieder einen Takedown. Kriegt Duschan zu Boden. Kann ihn auch wieder flach machen jetzt. Also was immer schwierig ist, wenn du mit dem kompletten Rücken am Boden liegst, weil du wenig Möglichkeiten hast zu explodieren und deine Kraftentwicklung, wenn du mit dem Rücken am Boden liegst, ist gehemmt. Aber als total unangenehm da, die Ellbogen zum Hals. Ja, also das ist die Kontrolle, wie gesagt, die Drei-Punkte-Kontrolle am Schultergürtel, also du hast den Hals, also eine Seite der Schulter und die Brust quasi, das ist so ein Dreieck, wenn du das kontrollierst du mehr oder weniger den ganzen Körper mit der Hüfte noch dazu und da macht es eben, da machst du es, wenn du oben bist, den unteren extrem schwierig, dass du da ein Loch findest oder ein Loch kreieren kannst, um raufzukommen, was ja dann auch Ziel ist für den oben. Und es stört halt auch extrem, ja, wenn du ständig eine Hand, einen Ellbogen oder was im Gesicht hast, ja, und noch dazu am Hals drückst, das ist auch ungut mit dem Luftholen. Kosak arbeitet richtig schön da jetzt am Boden. Sehr gute Kontrolle von Kosak, ja, muss man sagen, ja. Kosak jetzt in der Guard. Setzt aber kurze, kleine Schläge, ein bisschen Ground and Pound, bringt Punkte auch. Versucht die Guard zu passen. Kosak jetzt, Duschan hält gut den Fuß von Kosak, das nicht rüberkommt, muss aber aufpassen, dass er die Deckung nicht hergibt, dass er geschlagen wird dann. Duschan wird jetzt fast draufkommen, Kosak gut nachkommen. Oh. Duschan dreht sich da raus wieder und beide stehen, letzten 20 Sekunden. Nochmal ein Feuerwerk zum Ende der zweiten Runde. Duschan drückt mit Kicks nach vorne, kommt gute rechte und der linke Haken getroffen. Und nochmal der rechte, gerade linke Haken. Beine im Clinch jetzt, Schlagabtausch von beiden. Kosak versucht nochmal zu shooten. Und da ist die Runde vorbei. Boah, okay. Extrem starke, intensive Runde. Und wieder beide sehr starke Aktionen gehabt. Aber Duschan muss jetzt Gas geben. Kosak kann sich die Runde jetzt holen oder stehen, man kann auch sagen stehlen, ja. Wenn Kosak jetzt nochmal einen Takedown kriegt und nochmal über Minute Kontrolle hat, kann er sich die Runde stehlen, also bin sehr gespannt auf die dritte Runde jetzt. Ich muss sagen, ich bin begeistert von diesem Matchmaking da, bei diesem Fight jetzt besonders, definitiv, weil du schon seine Kämpfe habe ich davor schon gesehen, er hat sehr dominiert immer. Und dass er da jetzt einen Gegner hat, der eigentlich sehr viel weniger Kämpfe hat und Erfahrung also als er selbst. Und den dann sagen, so. Ja, es ja. Ist, das Level von beiden ist ja, sehr hoch, also das muss man sagen. Also für Amateur sind beide wirklich sehr stark. Also gut anzuschauen. Dritte und letzte Runde. Kosak in der Rechtsauslage, Duschan startet orthodox. Linker vorne, komm, rechte gerade zum Körper, linker Haken von Duschan jetzt. Duschan muss aufpassen, dass Kosak ihn nicht am Boden kriegt. Kosak natürlich, wie gesagt, will jetzt versuchen die Runde und kriegt einen schönen Takedown von Kosak da jetzt. Ja, Duschan gut gemacht auch mit dem linken Arm. Duschan versucht die Guillotine zu kriegen. Kosak muss da raus. Ja, ist nicht ganz drinnen. Kosak aktuell nicht im Becken. Jetzt kriegt vorbei. Den Griff weg. Duschan muss jetzt raus da. Kosak, wie gesagt, gute Kontrolle hat er vorher schon gezeigt. Also beide von sehr hohem Level. Sehr enger Kampf. Ich muss sagen, da wäre cool, wenn wir 5 Minuten hätten. Ja, ich wollte es davor schon sagen, ehrlich gesagt. Also sehr intensiver Kampf, beide wirklich sehr gut. Ja. Kosak versucht, den Kimura zu holen. Sehr kräftig auf einen. Kosak macht das sehr gut, muss man sagen. Er
flattet Duschan komplett. Also das heißt, er legt ihn auf den Rücken, was es, wie gesagt, sehr schwierig macht für den Duschan, dass er rausschrimpen oder raus explodieren kann, dass er sich seitlich wegbewegt oder was weiß ich. Das ist gutes Ground and Pound von Kozak. Duschan versucht jetzt den Käfig zu nutzen, um sie mit den Füßen wegzudrücken, dass sie ein bisschen Platz schaffen kann. Die Halle ist so laut und wenn man sich umschaut, zwei Drittel von den Leuten, die stehen. Es kann fast keiner mehr sitzen. Und wir haben noch eine Minute. Gute Kontrolle von Kozak. Ja. Kommt immer wieder mit Schlägen auch dazwischen, was den Referee daran hindert, dass er den Kampf wieder in Stand verlegt. Also eben, was es auch für uns spannend macht zum Zuschauen, wenn wir normal Grappling am Boden. Ja, jetzt harte Hände von Kozak. Ja. Oh, das ist auch zermürbend, oder wenn da jemand auf dir drauf ist und da. Ja, und vor allem, wie gesagt, also Kozak flattet ihn gut, also legt Duschan am Rücken und lässt ihn keinen Millimeter. Dass man eine Luft hat zum Atmen. Sehr schwierig ist zum Aufstehen für Duschan gerade. Duschan muss irgendwie explodieren, muss sich einen freien Raum suchen, dass er sich bewegen kann, dass er irgendwo was hat, wo er Kraft entwickeln kann, um aufzustehen. Das hat der Adin schon einige Male reingeschrieben. Ja, Kozak gutes Ground and Pound, jetzt wieder gute Schläge. Die ersten 10 Sekunden. Oh, und da ist der Kampf vorbei. Zum Schluss nochmal. Starkes Ground and Pound von Kozma nochmal zum Schluss. Ja. Gute Kontrolle von Kozma, muss man sagen. Also wirklich stark gemacht auch. Aber von beiden sehr, sehr, sehr hohes Level. Also Respekt an beide Kämpfer, sehr, sehr stark. Würdest du es Kozak geben? Gemeine Frage. Die letzte Runde, ja, die zweite. Ja. Och, ja. Ich glaube fast, dass Kozak kriegen wird, ja. Ich hätte ihn ein bisschen vorne gehabt, aber trotzdem wieder so knapp. Also, ich habe schon so viele Veranstaltungen gehabt oder gesehen, wo viele Knockouts in der ersten Runde waren, aber heute haben wir sehr viele Kämpfe über die Distanz eigentlich. Hohes Level, also extrem schön anzuschauen, also muss man sagen, also die Amateure, brutales Level. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Urteilsverkündung, ich traue mir nichts sagen. Ja. Sie hätten sich beide verdient und es war wirklich der Kampf von Anfang bis zum Schluss. Ich glaube, dass es ein großer gehen wird. Ja, ich hätte es auch so ein bisschen gesehen, ja. Vor allem die letzte Runde, wie gesagt, die Runde spielt. Und er hat die letzte Runde gestohlen. Und das ist auch das, was für die Punkterichter entscheidend ist, die letzte Runde. Meine Damen und Herren, wir kommen zum offiziellen Ergebnis. Sieger durch Split Decision, Marte Kozak! Das war definitiv die letzte Runde auch. Und er hat halt wirklich gut kontrolliert am Boden, kann man nicht sagen. Muss man ihm gegen den Respekt. Aber sieht man auch nicht an, dass er 21 ist. Nein, auch nicht. Ne? Ja. So, meine lieben Damen und Herren, ich werde mich jetzt verabschieden von euch. Was machst du? Das hat mich sehr gefreut. Ich gehe jetzt zum Herrn Darko Banovic, dem Hauptkampf. Und wir hören, sehen uns später. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht mit dir. Es hat euch gefreut. Mir hat es auch Spaß gemacht, Silvana. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Martin, congratulations. How did you see the fight? Gratuluję. Ako si videl zápas? Poď z mne, ja poviem. Zápas som vedel vyrovnanie, ale viem, že druhé a tretie kolo som zvládol o svoj prospech. Super ma prekvapil, keďže bol veľmi silný, ale dali sme toho víťazného konca. I thought the fight was very close. My opponent surprised me. He was very strong, but I thought I did enough in the second and third round to win the fight. How does it feel to win against such a strong opponent like this tonight? Aký to je pocit poraziť takého silného supera dnes? Je to super pocit, ale trénujeme tvrdo, trénujeme trikrát denne, každý deň, takže preto to robíme. Zápas som zobral na posledný
za posledný týždeň, takže tá príprava nebola optimálna, ale dali sme to. It's a great feeling. That's why we train 3 times a day. I took the fight on short notice, so I'm happy to get the win. Congratulations, Martin. So. Wir hören jetzt nochmal vom Dusan Markovic ein Interview. Dusan, sehr starker Kampf, starke Leistung, leider hat es heute nicht gereicht. Möchtest du noch was sagen? Also, hallo erstmal. Mach's mal richtig Lärm für diese Organisation, weil diese Organisation wird die stärkste in Österreich sein, 100%. Also, als erstes möchte ich mich bedanken bei meinem Trainer Adin, bei meinem anderen Trainer Marco und an das ganze Basic-Team. Egal ob Sieg oder Niederlage, wir stehen als Team, wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team. Aber ich möchte ein Rematch gegen diesen Typen. Stand and Bank, nächstes Savage. Okay? Ich finde, im Stand hat er keine Chance gegen mich. Am Boden ist eine andere Geschichte. Aber Stand and Bank, nächstes Savage, er und ich.